Ich liebe Laufen, ich liebe Wandern. Ich war gerade erst auf der Zugspitze, aber einen Helm habe ich dabei noch nie gebraucht. Das wird sich heute ändern. Ich bin in Großbern bei Berlin und werde eine besondere Erfindung ausprobieren. Und ich sehe schon, da hinten ist sie unterwegs, auf ihr David Rieger. David! Hallo! Also ich habe dir jetzt ein bisschen zugeschaut. Es sieht aus wie ein Laufband und ein Roller. Was ist das für ein Fahrgerät? Eine Mischung aus beidem. Wir haben ja Bestandteile vom Fahrrad, Lenker und Vorder- und Hinterrad. Hinten ist ein Elektromotor eingebaut, der über die Kette das ganze Gerät antreibt. Und in der Mitte haben wir halt die Schwungmasse sozusagen, das Laufband wie im Fitnessstudio, auf dem man sich also fortbewegt. Und das Ganze wird elektrisch unterstützt. Bis zu 25 km/h sind möglich. Jenna soll somit schneller zu Fuß unterwegs sein. Also ja. Ist schon so ein bisschen 25 km/h, denke ich ja gleich, E-Bike. Genau, ja. Richtig. Wie würdest du das Gerät denn jetzt nennen? Ist es ein Roller, ein E-Bike, ja, ein halt Spaziergeh, Fahrgerät? Eine gute Mischung. Ich glaube, Laufband, Roller, es trifft es ziemlich genau. Gut, dann Helm auf. Mhm. So, wie funktioniert's? Du stellst dich mit einem Fuß rauf, gibst Schwung und bewegst dabei den Fuß nach hinten. Mhm. Und dann ziehst du den zweiten Fuß nach und dann rollt er los. Dann rollt er los, wenn es klappt. Das wird klappen. Oh Gott. Und laufen, laufen, laufen. Ja, ja. Hilfe. Und wieder treten. Fast. Hui. Nur wenn Jenna läuft, bewegt sich auch die Erfindung. Sensoren in den Laufbandrollen erkennen die Bewegung und geben die Informationen an den Elektromotor weiter. Also du siehst an meinem Gesicht, es macht Spaß. Es ist total ungewohnt. Ja. Ja, weil man läuft und man fährt gleichzeitig. Will ich natürlich jetzt auch mal wissen, wie es über eine längere Strecke ist. Ne? Ich habe mal geguckt, jetzt hier Großbern, wir haben ja ein bisschen Natur, wir haben Straße, wir können ein bisschen Stadtfeeling machen. Ich würde sagen, wir machen mal eine kleine Tour. Das machen wir. David verleiht diese Erfindung seit wenigen Monaten in Deutschland. Der Erfinder kommt aber aus den Niederlanden und heißt Brün Bergmeester. Sein Arzt hat ihm empfohlen, sich mehr zu bewegen. Fahrradfahren kam für Brün nicht in Frage, da er ungern verschwitzt auf Arbeit ankommen wollte. Daheim auf seinem Laufband kam dem Maschinenbauer dann die Idee, beides zu kombinieren. Ja, David, wie sieht's denn aus? Für welche Strecken ist es denn hauptsächlich so gedacht jetzt? Ja, ich denke, für so ausgedehnte Strecken zwischen Ortschaften, so über die Dörfer, wie man so schön sagt. Ja. Strecken so 20, 25, 30 Kilometer legt man damit ja doch recht entspannt zurück. In der Stadt halte ich das, gerade in Berlin zum Beispiel, halte ich den Stadtverkehr für zu stressig, ja, für dieses Fahrgerät. Wenn jetzt der Akku alle ist, ja, dann kommt man nicht voran. Ne? Also es ist nicht wie bei einem E-Bike, dass man richtig dann einfach dann, ohne Motor fährt. Genau, dann muss man wirklich sich eine Lademöglichkeit suchen, weil es fährt ja rein elektrisch. Eigenantrieb ist also nicht vorgesehen. Das heißt, man muss seine Tour schon planen und gucken, dass man innerhalb der 40 Kilometer, die also hiermit möglich sind, dann auch bleibt. Jenna kann während der Fahrt auf dem Laufbandroller verschiedene Fahrmodi einstellen. So ändert sich je nach Strecke die Beschleunigung und das Fahrtempo. Oh David, jetzt haben wir ja schon mal die erste Erhöhung. Es kommt eine Brücke. Schaffen wir das? Das schaffen wir. Ist ja noch kein Gebirge. Einfach straff draufhalten. Gut. Ich bin im dritten Modus. Ich spaziere mit 14 km/h eine Brücke hinauf. Aber jetzt ist es schon, es ist interessant. Also, ne, wenn ich das jetzt mal wirklich mit einem Laufband im Fitnessstudio vergleiche, ja, da fange ich ja irgendwann an zu rennen. Wäre denn das jetzt hier mit dem Anrennen? Ist gar keine Option. Ne? Man spaziert wirklich. Man genau bleibt im gleichen Tempo. Und nur durch die unterschiedlichen Modi kann ich jetzt auch meine Geschwindigkeit genau erhöhen. Also deine Laufgeschwindigkeit bleibt eigentlich immer so bei
4,5 km/h habe ich mal anhand der Schritte mal ausgerechnet. Und man hat gar nicht die Option zu rennen. So, hallo. Ja, bis jetzt war die Strecke, kann man sagen, super entspannt. Wir hatten viel Platz, wir hatten wenig Gegenverkehr. Und jetzt wollen wir natürlich gucken, wie es in der Stadt ist, wenn es ein bisschen enger und voller wird. In der kleinen Gemeinde Großbeeren können Jenna und David die Erfindung im Straßenverkehr und auf Radwegen ausprobieren. Jetzt müsste ich blinken, ich krieg meinen Arm nicht raus. Achtung, bremsen. Lässt er uns. So. Also tatsächlich ist es so schwer, das Gerät, ich kann gar nicht blinken. Beim einhändigen Abbiegen sind die 55 Kilo der Erfindung für Jenna deutlich spürbar. Pfui, oh Gott. Ja, also in der Stadt ist schon ein bisschen andere Nummer. Ja. Also ein Blinker wäre vielleicht ein Upgrade, was man eigentlich einführen könnte. Und der Wendekreis, das ist mir aufgefallen. Ja. Wirklich in der Stadt hier, wenn man wirklich mal um die Ecke fahren will, das ist schon, das muss man wirklich geübt haben. Was würdest du denn ändern, wenn du es könntest? Na, ich würde vielleicht noch irgendwie versuchen, durch Materialien ein bisschen am Gewicht zu schrauben. Ja. Weil wenn du hier noch 15 Kilo oder 10 Kilo rauskriegst, könnte ich mir vorstellen, dass das einfacher zu handeln ist. Ich sag nicht, dass das ein Fahrrad ersetzt. Genau. Oder ein Auto ersetzt, aber es macht wirklich Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst unbedingt mal ein Like da. Und wir würden auch gleich beim Fahrrad bleiben, wenn ihr Lust habt. Hier gibt es ein Fahrrad, das euch bei Wind und Wetter schützt. Klickt euch mal rein, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken.